Guten Tag, meine Freunde. Ja, also in der letzten Folge, nochmal kurz zusammengefasst, wir waren beim Zardas und er hat so gemeint, die Ausbruchspläne mit dem Sprengen des Erzhaufen, das wird nicht klappen. Und ja, wir sollen uns, naja, wir sollen auf jeden Fall mal zu einem verbannten Orkschaman gehen und der wird noch ein paar mehr Sachen uns sagen können. Und der ist in der alten... Im alten Kastell, so hat er es bezeichnet. Ja, wo wir schon mal waren. Oh, und das ist mir jetzt erst gerade aufgefallen. Ich habe irgendwie letztes Mal, ja, mit dem Gitter mal gegen Waran, Feuerwaran gekämpft. Das war natürlich sehr schlau. Das soll das anziehen. Das war natürlich mega schlau und immer zu empfehlen. Oh, ich habe wenig Dings. Kommt gerade mal aufladen. Wo ist denn meiner? Irgendwas mit Mana. So geschieht es mal irgendwie. Rahmkraut. So. Ah, Trank. Joppa. Dann gehen wir mal da hoch. Und ab diesmal von der anderen Seite. Naja, zum anderen. Zumindest einen anderen Zuweg. Jo. Gute alte Zardas. Ja. Der will uns wohl auf die Probe stellen, ob wir schlau genug sind, das selbst rauszufinden. Er will... Hat natürlich... Nee, da hoch gehe ich noch nicht. Da kommen wir nochmal hin. Der will uns natürlich nicht selbst das raus... der führt ja wieder runter. Wow! Ich weiß gar nicht, ob man da oben... Ob man hier oben langkommt zum Kastell. Weil hier das... Muss ich ja zugeben, hier das im Südwesten wirklich... Das habe ich nicht so im Kopf... Alter, wie steil ist denn das? könnte ich überleben, könnte ich. Alter. Komm, mal kurz abspeichern. Sie ist doch ein ganz schönes Stück. Autsch. Verdammt. Naja, wir haben ja einige Tränke beim Zardas in der Hütte, wollte ich schon sagen, im Turm gefunden. Da sollte das kein Problem sein. Ich wollte jetzt nicht nochmal zurücklaufen. Hätte uns zwar Leben gespart, aber was soll's. So, es wird doch nur den einen Weg hier hoch. Okay. Es ist so schlecht, habe ich das hier im Südwesten im Kopf. Das ist ziemlich... Gegend, so, was ich nicht so im Kopf habe. Also nicht aus dem FF. Sonst habe ich ja die Karte relativ im Kopf, wo was ist und so. Boah. Wow. Oh! Habt ihr das gehört? Was ist das? Es hört sich nach einem Feuerball oder so an. Der Schamane. Er kämpft mit irgendjemandem. Mit irgendetwas, keine Ahnung. Darf ich mal die Waffe ziehen? Oh, verdammt. Ja, braucht Hilfe, wenn ich mal. Ork-Tempelkrieger. Ja. 400 Erfahrung. What the hell? Ja. Yes. Wir haben ihn gerettet. Aber die haben es in sich. Tempelkrieger, Alter. 400 Erfahrung. Und. Huh, der greift uns nicht an. Okay. Aber trotzdem mal einen Schluck nehmen nochmal. Ich frag mich ja, wie ein Heiltrank schmeckt. Wie sollte man sich das vorstellen? Urschak, dann rede mal mit uns, wenn du... Dank Schulden, Fremder. Oh. Böse Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Du, eine Art Yoda. Du kannst ein bisschen unsere Sprache, nur ein bisschen Satzzeilung du üben müssen. Wer bist du? Name Urshak. Sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schamane. Sohn von Geist. Ah ja, so nennt ihr also Schamanen. Auf Orkisch oder keine Ahnung. Interessant, aber was wollte ich noch? Ja, Urshak haben wir schon am Namen gelesen, egal. Woher kannst du unsere Sprache? Urshak gewesen Sklave bei Menschen in Mine. Oh. Sein gelaufen weg. Seien viele Winter her. Also, ihr rechnet den Winter, oder was? Gibt's bei euch keine Jahre?
Sklave in der Mine auch. Da haben wir noch ein paar Freunde von dir gesehen. Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf im Kessel darüber. Mit Dorf im Kessel, aha. Dorf im Kessel, also meint er die neuen Mine. Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urshak, gefallen in Ungnade. Haben beschmutzt Ehrfurcht vor Krushak. Glauben, Krushak sei ein böser Dämon. Krushak? Ja, wenn du Schläfer meinst, Freundchen, dann hast du durchaus recht. Was heißt Krushak? Menschen sagen, schlafe. Du meinst Schläfer? Ja, Menschen sagen, Schläfer. Oh ja, Freundchen, dann bist du hier der, der recht hat. Was weißt du über den Schläfer? 5 Brüder seien gewesen, seien viele Winter vorher. Waren Söhne von Geist, wie Urshak. 5 Schamanen also. Haben gerufen, Krushak! Haben besiegen wollen, Clan von Feind. 5 Brüder von damals haben gebaut, Tempel in Erde für Krushak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben mit unter der Orkstadt. Aha. Viele Winterfeuer. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Krushak. Aber Krushak gewesen böse. Krushak verfluchen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz, nun sein Tod und lebendig, sein beides. Untot. Krushak haben Herz von Brüder, Herz sein Kraft für Krushak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Krushak verfluchen alle, auch die gewesen Arbeiter, sein allen Tod und lebendig. Was, Alter, die haben ihr Herzkopf und ihm gegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen? Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten Krushak. Krushak bekommen Opfer, damit nicht werden böse. Urshak-Opfer finden falsch. Haben gesagt Krushak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen Urshak gehen. Brüder schlagen Urshak. Ja, da wurde er verbannt. Weil er Ketzerei. Keine Ahnung. Aber das, ja, bringen wohl Opfer, weil sie halt Angst vor ihm haben. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Kannst du mich dorthin bringen? Urshak sagen Dank zu Fremder. Fremde retten Urshak. Aber Eingang von Tempel in Heimat. Urshak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat seien sehr stark. Brüder seien sehr viele. Fremder nicht gehen. Viele Krieger. Fremder sterben. Andere Söhne von Geist in Heimat machen fremde Feuer. Dann fremde sterben. Okay. Ja, wenn da noch mehr so von den Tempelrittern, Tempelkriegern ist, dann haben wir echt keine Chance. Okay, okay, aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Urshak kennen Weg. Fremde tragen Ulumulu. Ulumulu? Was ist ein Ulumulu? Seien Standarte der Freundschaft. Brüder respektieren Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Eine Standarte? Aha. Wenn man sowas trägt, wird man wohl als würdig anerkannt, keine Ahnung. Wo bekomme ich ein solches Ulumulu her? Fremde gehen zu Freund von Urshak. Freund von Urshak geben Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Ja, ja, das mit dem Nichtsterben habe ich verstanden, aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urshak sei in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urshak. Freund damals gewesen krank. Oh. Also dein Freund ist noch in der freien Mine. Warst du in der freien Mine gefangen? Urshak gefangen in Mine unter Dorf in Kessel. Ja, das ist... Urshak glauben, Menschen nennen so. Das ist die freie Mine, ja. Danke für deine Hilfe. Urshak danken, Fremde. Fremde retten Urshak. Fremde nun Freund von Urshak.
Freund nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urshak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwaran. Urshak nicht können gehen Heimat. Urshak nun hier wohnen. Freund kommen, wir brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. Interessant, ja, ein Ork-Schaman als Freund zu haben, wollte ich schon immer. Ein Talisman hat er uns jetzt gegeben. Oh, Schutz vor Feuer. Seht das wie als, ja, Schutz vor Fallen. Eigentlich ist das noch besser, weil Pfeile nur 15. Und die Feuerwarane machen uns ja wirklich fertig, wenn ich schon mal Geschosse. Besser mal Feuer. Die haben sonst nichts. Tempelkrieger. Ja, ist ja nicht Tempelritter, Tempelkrieger hießen sie. Irgendwo. Da war ein Schalter, genau. Da speichere ich aber nochmal kurz vorher. Siehst du, jetzt müssen wir in die freie Mine. Um den Freund zu helfen. Hä? Was passierte doch da? Wie war das nochmal? Passiert da nichts? Aber soweit ich weiß, könnte man hier irgendwie auf den Turm. Da hoch? Genau. Da oben war auf jeden Fall. Oh, nein, nein! Ah! Gut, dass das hier unten nur passiert ist. Das hätte sonst böse enden können. So, nochmal hochziehen. Hey? Hallo? Das soll's weitergehen. Bleibt er da einfach hängen? Wow, wow, wow. Hey? Kann man da nicht hoch? Wow! Das gibt's doch nicht. Hey? Konnte er da auch irgendwie hoch? Ich meine, da oben wäre noch was gewesen. Hey? Wie ging das doch? Irgendwie kommt man da hoch. Ah, vielleicht hier hochziehen? Nee. Nee. So klappt das auch nicht ganz. Doch. Bingo. Und da noch hoch. Ja, genau. Wenn er hochguckt, dann zieht er sich hoch. Wow. Nur! Nein! Wow. Das ist eine Kleckerei hier. Ganz oben war, soweit ich weiß, noch was. Hä? Doch nicht? Ich war mir recht sicher, dass hier noch was war. Ich bin mich doch wieder getäuscht. Verdammt. Egal. Nochmal schönen Überblick über das alte Kastell. Die Ruinen. Hier ist nix. Schade. Jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder hier runterkommen. Boah, geht's da runter. Leck, da kriege ich ja selbst im Spiel Höhenangst. Huhuhu, hier kann ich runterrutschen. Ah, jetzt. Gut. Geschafft. Oh. Naja, hat uns jetzt doch nichts gebracht. Ich meinte, da wäre was. Oder ist das nachher erst da? Oh. Hier ist jetzt was eingestürzt. Das hat einen Schalter wohl bewirkt, oder? Oder wie sehe ich das? Ah, hier war doch noch irgendein anderer Hebel noch irgendwo. Ah. Nee, das war kein... Das war nur... Nee, das war kein Hebel. Ich habe gedacht, das wäre ein Hebel. Oh. Da ist noch ein Steingolem. Ich habe doch gewusst, da unten war noch was. Also, da war noch was. Aber oben auf dem Turm, meine ich, ist nachher auch noch was. Eine kleine Nebenquest, so. Hilfe, der macht mir Angst. Der scheiß Stall und Golem. So.
Zack, 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 zack. Oh, gab doch 1000 beides. Noch ein Steingolem. Hat Sardas den auch hier beschworen, frage ich mich. Was sonst? Ah, da sind noch Tränke. Ich dachte, hier wäre mehr gewesen. Da ist auch noch ein Schalter. Wayne, egal. So, jetzt geht der da runter. Gut. Jetzt kommt man wieder hoch. Oder? Ja, der führt wieder nach oben. Aber was war mit dem anderen? Da waren jetzt zwei jetzt hier. Wow. Der eine geht langsam, der andere geht schnell, oder was? Ich kapiere das nicht ganz so mehr. Da weiß ich nicht mehr genau, wie das war. Aber andernfalls, anders kommt man kaum hier raus. Ja. Das bleibt unten, oder was? Ich will gar nicht mehr hoch. Da gehe ich mit dem anderen hoch. Sozusagen Art Aufzug, kann man sagen. Lol, der ist irgendwie da in der Luft. Hey, ich will da hoch. Wow. Oh, verdammt mich. Was zum Teufel? Was ist das für ein Fake? Jungs, hallo. What the hell? Ich war da drin. Verdammt mich. Ich dachte, ich komme da nicht mehr raus jetzt. Komm, bis das runterkommt, esse ich noch ein bisschen Fleisch. Ich muss ja nochmal hier meine tägliche Nahrungsration zu mich nehmen. Ah, komm, besser draufstellen. So. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Hoffe ich doch. Aber ich werde hier nicht eingequetscht. Huhu. Geklappt. Das war, ist jetzt nur oben. Hm. Komisch. Gut. Das haben wir dann. Sonst war hier nichts. Nöppe. Gut. Soll ich jetzt eigentlich zum Sardas suchen? Nach Ulumulu, der alte Ork-Schamane. Ja, ich kann mich ja... Warte, wo habe ich denn Dämonenbeschwörer? Gerade nochmal zu den teleportieren, was er erst dazu sagt. Weil da hat man wieder seinen Feuerdämon. Bin nicht sicher, ob der jetzt das wissen will, dass wir mit ihm geredet haben. Keine Ahnung, ob man gleich zur freien Mine hätte gehen sollen. Egal, ich spreche ihn nochmal an. Schaut aus, du alter Freak. Such mal geschissen, da. Ich habe mir die Antworten vom Ork-Schamanen geholt. Gut, dann berichte. Die 5 Ork-Schamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Ork-Stadt liegt. Das ist richtig. Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untotendasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel und bringen ihm seitdem Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Was? Okay.
Magisches Wissen. Könnte ich eigentlich hier. Könnte ich bei dem da auch lernen eigentlich. Ihr shoppt ja genug. Könnte ich doch gerade machen. Nee, das... Ach, Quatsch. Das war ja nicht lernen. Der handelt dann nur mit uns. Ich dachte, ich könnte ausbilden. Quatsch. Das müsste ich im... Ja, ich könnte mich mal... Aber das mache ich in der nächsten Folge. Denn leider habe ich mich jetzt... ewig am Kastell aufgehalten mit dem Scheiß. Nee. Wollte ich ja alles zeigen. Alles mitnehmen. Ja, im nächsten Part geht's dann auf zum... Wo haben wir es denn? Sumpflager. Und lernen mal einen neuen Kreis noch. Wofür habe ich denn da die 25 Lernpunkte? Wenn ich sie nicht nutze. Ja. Oh, ich habe noch nicht mal Schleichen gelernt. Aber Schleichen brauche ich nicht wirklich. Nee. Ist unnötig. Echt mal, sowas von unnötig. Ja. Okay. Ah, Schlösser öffnen habe ich noch nicht ganz gelernt. Das könnte ich... Kein Wunder, dass es mir so oft noch einen Dietrich abbricht. Habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Egal. Alles dann, nächste Folge. Also, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.